Oh, was wir als letzte Quest noch machen können. Ich könnte mir noch mal nach dem Helm suchen. Das wäre die einzige Sache, die wirklich interessant wäre. Das können wir noch machen. Xamok, der Barkeeper. Geschüttelt, nicht gerührt. Bis das Universum untergeht, genau. Molten Tigi, please. Klar, ne? Mit der Rüstung. Da hast du dann Molten Tigi. Mehr Molten Tigi gibt's gerade eben nicht. Man könnte aus dem jetzt natürlich nochmal eine Molten Tigi-Variation machen. Wobei er sieht halt nicht so anders aus, ne? Was ich ja sagen muss, was ich gerne als Helm hätte, wäre der da. Muss ich einfach sagen. Sollen wir Larinots farmen? Molten Tigi. Ich hatte mal im Kopf, dass man Kopf bei Double X ausschalten könnte. Geht aber leider nicht. Ja, leider nicht. Es gibt nicht so viele schön. Oh. Okay. Aber Herkodrom bekommst du selten. Das finde ich ganz cool. Ich kann ihn nicht machen. Das geht ja nicht. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Wir machen hier doch gerade Billigsachen. Tut mir leid, Blob. Das finde ich aber cool gerade eben. Dafür bräuchten wir Herkodrom. Nee, also der Katzenkopf ist ein bisschen gruselig, finde ich. Außerdem brauche ich dafür auch Herkodrom. Wo bekommt man den überhaupt? Deshalb habe ich absolutes Ausweichen im Set. Nur um alle in den SP-Modus zu bringen. Ah, ja, klar, klar. Da, wieso? Weil ich noch Jägerin 1 bin. Ich kann gerade überhaupt keinen Molten machen. Also Katzenkopf. Ja, aber wie gesagt, dafür brauche ich ja auch Herkodrom. Das kann ich ja gerade noch gar nicht machen. Wo bekommt man Herkodrom überhaupt? Das wäre jetzt interessant. Ich glaube, ich mache mir... Ausgeburt der Katzenhölle. Oh ja. Oh ja. Das Vieh ist richtig, richtig gruselig. Im Längsten sagt der Jagdausbilder bei Brave, strictly for cool kids only. Das ist ein gruselig, der Katzenkopf ist mega creepy. Weil der creepy aussieht, naja, vielleicht machen wir uns mal. Wir machen den aber erst, wie gesagt, wo bekommt man Herkodrom her? So sehe ich IRL aus. Nein, nicht. Der ist vom Halloween-DLC. Ah, okay. Wir wissen alle, wie du IRL sie aussiehst, Blob. Okay, und irgendeine Steppe. Also, uralte Steppe. Also Ahnensteppe, theoretisch. Oh, das ist auch toll. Oh, das mag ich. Misty Peaks Area 3. Echt? Ach, krass. Das war eine True Form. Ah, oh, das finde ich auch cool. Stimmt, ich habe mir die ganzen neuen noch nicht angeguckt. Ja, doch, stimmt, Sephalos schon. Ich finde, Sephalos sieht so dumm aus. aber bei Halloween, ich freue mich aufs Herbstfest. Wird wieder schön. Herbstfest? Das war eine Frage, Dragon. Keine Aussage von Garuga. Was? Ach, ist der vom Halloween-DLC? Ah, okay. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Vielleicht? Das ist schon mal ein Anfang von Buja, Buja, Buja. Na, schau mal. Ja gut, aber das kann ich mir halt machen. Das ist das. Aber das mag ich. Das mache ich mir auch. Ja. Wurde angekündigt auf der PS4 wieder. Ah, cool. Okay, das ist cool. Ja gut, ansonsten... Herkodrom... Achso, genau. So wie Desert und Jungle. Echt jetzt? Aber Low oder High Rank? Weil Herkodrom kenne ich als, halt als High Rank, deswegen. Desert und Jungle, okay. Weil das hätte ich bisher auch nicht gesehen. Und ansonsten... Vulkan, irgendeine Steppe, okay. Hier drum ist die Peaks Area 30% im Low Rank. Ja gut, dann machen wir Misty Peaks. Passt ja. Jetzt hast du die... Verdammt, ich habe die Kappe gemacht. Ich jetzt? Okay, dann gehen wir nochmal gleich in Misty Peaks. 21. oder 26. September startet das, glaube ich. Also schön in der Zeit, wo man... wo ich nach Griechenland fliege. Ah, das ist mies. Egal, Buldrom-Zeug habe ich ja eh... Nein, habe ich nicht!
Nö. Echt, habe ich mal das andere Zeug gemacht? Ah ne, das ist was ganz anderes, oder wie? Ach, das ist die Maske. Jetzt okay. Ja, okay, das wäre der. Dann machen wir wohl Dromzeug nochmal. Ja, ich kann es gar nicht anziehen, weil ich... Also, ich kann es doch anziehen, aber es bringt mir jetzt halt nichts. Ja, aber... ärgerlich. Wir haben es in der Kiste. Ja, okay. Ja. Das war jetzt trotzdem dämlich. Ja, die Kappe. Hat jetzt natürlich sehr viel weniger Verteidigung. Dann machen wir... wenn ich den eh nicht so lange trage... weil ich eh den Gendromhelm vielleicht nehme. Dann gehen wir in die Misty Peaks. Oh Gott. Die Regenbogenkatze. Wow. Das ist gruselig. Nebelgipfel. Die Steinstücke. Das ist das Einzige, was wir machen können. Tut mir leid. Ja, Yaggies. Machen wir Yaggies. Perfekt. Halbe Death, Weltuntergang. Gerade so früh im Spiel. Schiefer, der ist schwerer. Ja, ich weiß, ich weiß. So, Gebiet 3 meinst du? Bist du im Weg zu den Nebelgipfeln? Wie wär's denn mit deiner Herausforderung? Siehst du, wie viel Agier es da du erledigen kannst? Das verlange ich von allen in meinem Gefolge. Komm schon, was zur Hölle. Ist so lächerlich, dass man als Gunner relativ gut tanken. Tanken im Ende High Rank. Dafür, dass man Gunner ist, grins. Ah, schön. Gebiet 3, okay. Mal schauen. Aber das wusste ich jetzt auch nicht, dass man da tatsächlich dann tanken kann. Ist man da wirklich so stark? Keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, das mit den Kappen, das ging schon immer. Das ist richtig. So, hier haben wir auf jeden Fall auch ein paar Yaggies. Die Katze läuft mir hinterher. Wieso bin ich von Katzen umgeben? Eine gruseliger als die andere. Do you want to play a game? Falsche Person. Das wäre noch gruseliger, wenn es so einen Helm gäbe. Ja, okay. Trifft nicht mehr wirklich. Balsamstück. Mal sehen, vielleicht bekommen wir ja nochmal ein bisschen... Ah, Macheliterz, perfekt. Das braucht man auch für irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr für was. Mal sehen, ob wir das Herkodrom gleich bekommen. Denke, ich sollte heute noch was essen, wenn ich nur eine Schüssel Suppe heute hatte. Wäre vielleicht nicht verkehrt, ne, Blob? Also ich habe gehört, dass es ganz, ganz wichtig sein könnte, mehr zu essen als eine Schüssel Suppe am Tag. Do you want to know where I got these? Die Scars? Achso, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Planet der Katzen, ja. Planet der Katzen finde ich gut. Yes, aber noch ein. Tanken, man kann halt ein paar Treffer überleben, wenn man für Ultimate so gut wie immer im Endgame 1 bis 2 oder gewonshottet wurde. Okay, oder 1 oder 2 geschottet wurde. Okay. Ja gut, ich verstehe, was du meinst. Wo sind denn die Käfer hier? Keine Ahnung. Mich verfolgt eine... Oh Gott. Mich verfolgt eine Katze da unten. Planet der Katzen wäre mega low-key. Wo sind hier Käfer? Das Gebiet 3. Ich sehe bloß überall Blätter rumfliegen. Warte, das müsste ein grüner Nebel sein. Quatsch, grün-gelb. So ein gelbes Leuchten. Gibt's hier nicht. Ich wurde belogen. Hier gibt's keine Käfer. Huh. Ah, ah. Leider keine Fliegen für mich. Schade. Ich kann's mir aber merken und kann da immer wieder vorbeischauen. Loring Misty Peaks Area 3, 4 oder 5 einmal.
Na toll, 5 ist da oben. Wo ist denn 4? Ach, da oben. Na toll, okay. Mio verfolgt dich, er will was von dir, ja. Die Befürchtung habe ich auch. Vielleicht auch 9? Donnerkäfer. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nee. Ich gleich mal nach oben. Achso, 4 bis 5 sind Versuche, ich glaube ich eher. Ach so, okay. Jetzt verstehe ich. Ach so, ja, zwischen 4 und 5 mal. Jetzt. Okay. Hm, ärgerlich. Ja gut, dann... Doch, gibt es über die... Ach, im Forschergebiet. Ja, okay. Klar, dort ist das. Kann man noch Forscher essen? Weiß ich gar nicht. Oh Gott. Hilfe. Ja, im Forschergebiet. Deswegen... Stimmt, klar, das ist dort oben. Kann man darauf, wie gesagt, kann man darauf essen? Weiß ich gar nicht mehr. Gott, die Katze ist verrückt geworden. Hilfe. Ja, kann man, okay. Dann muss ich das, glaube ich, mal machen. Stirb, Katze. Verdammt. Stirb, Katze. Arr! Du auch. Sehr schön. Ich denke, gut gewürzt kannst du im Forscher essen. Finde ich gut, okay. Das lernt halt auch in Area 7 zu 30%. Okay, ist das denn auch Forscher? Wahrscheinlich, oder? Gehe ich mal davon aus. Ja, okay. Ist interessant. Ist interessant zu wissen. Das kann ich aber auch separat mal machen. Oder machen wir nochmal und ich esse auch Forscher? Hm. Die Genpei-Maske finde ich halt schon cool. Muss ich jetzt sagen. Ich meine, die ich jetzt anhabe, ist auch cool, aber... Ja, Genpei-Maske wäre auch witzig. Nochmal eine Quest, ganz schnell. Aber nochmal kurz Forscher essen, darüber gucken. Dann passt das. Weil ich könnte mal gucken, was sie überhaupt kann. Und wie stark die ist. Sonst hat Ahnensteppe und Vulkan. Ja, okay. Was bringt die überhaupt? Ja, 10 Verteidigung ist jetzt nicht so mega. 5. Schicksal, aha. Aber sie sieht cool aus. Das ist das. Das ist schon mal wert. So, muss off. Das mit der Fashion Show müssen wir für nächstes Mal verschieben. Ja, okay. Passt schon. Machen wir. Tut mir leid. Jetzt für... Kleine Monster sind Monster Hunter Generations Ultimate nicht synchron. Okay. Machen wir aber auf jeden Fall. Dann kannst du theoretisch vielleicht auch beim ersten Mal rein oder sowas. Machen wir es so. Dann, danke, dass du dabei warst. Marcel, und wünsche dir eine gute Nacht. Nee, das nehme ich schon. Ich mag das. Ich mag den Kopf. Dann, wie gesagt, machen wir das nochmal schnell. Wir sind ja zeitig dran, sagen wir es so. Welchen Forscher willst du essen? Hast freie Wahl. Den Forschungsleiter. Geht mir immer so auf die Nerven. So, da stehen sie schon parat. Komm, wie gesagt, noch eine Quest. Ganz schnell. Da. Tut mir leid. Er ist die beste Quest gerade. Außerdem bekomme ich vielleicht dadurch mal Liederz. Das wäre auch wichtig. Wie isst man das? Weiß das jemand, worauf man da isst? Abwehr? Ist die Katze besser? Muss ich gleich mal gucken. Weiß jemand, wie man auf... Kein Effekt vielleicht? Ne, hatte ich eigentlich die ganze Zeit schon. Abwehr? Ah, da sehe ich es irgendwie nicht. Sammler, Waldmann, Klettermeister, Flüchtling, Mut, Sammler, Superkatze, Lande? Sieht gerade nicht danach aus. Drachenabwehr? Gott, das habe ich ja noch nicht, oder? Ne, Drachenabwehr habe ich noch. Ah, doch, habe ich. Oder zumindest habe ich noch mehr. Bei der letzten Seite, okay. Ah ja. Was ist das richtige? Heldentum, Feuer, coole Katze, Glückskatze. Nee. Vielleicht nur... Seite 2, das vierte.
Eisabwehr? Ne, ist doch genau das. 30 Leben, 50 Ausdauer. Ach, hier. Lege Unglückskatze, sicherer. Ist vielleicht kein fester Wert, oder? Da war es doch, echt? Wo? Werfer, sicherer? Unglückskatze, Gigaglückskatze? Zerleger, Heldentum? Hä? Forscher, da! Ups. Jetzt muss es natürlich auch noch klappen. Komm schon. Komm schon. Bitte. Jetzt geht das wahrscheinlich. Yes, Forscher. Tut mir leid, ja. Da hab ich's überblättert. So, die ganzen weg. Und dann sollte das hoffentlich passen. So, bin bereit. Sorry. Sorry, dass es so lange gebraucht hat. Okay. Das heißt, da gibt's immer bei Drachenabwehr. Geht das nicht erst im High Rank? Was? Oh, Forscher? Weiß ich nicht. Nein, die Katze. Sorry, Xamarok. Gleich. Sofort, stimmt. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Forscher. Geht das oder geht das nicht? Weiß ich gar nicht. Das wäre richtig dumm. Oh, Mann. Wie dumm. Hä, wie soll ich denn... Wie soll ich denn dann den Forscher... So, Xamarok, wo ist deine Katze? Das ist ja richtig dämlich. Das ist niedlich. Das ist sehr niedlich. Sehr schön. Ich meine, die andere Katze ist auch cool, aber doch etwas... Okay. Ach, aber wie dumm. Wieso gibt's das dann, wenn es das an sich nicht gibt? Ja, gut, okay. Okay. Ich verstehe. Sehr ärgerlich. Ja, weil man nicht im Random-Gebiet startet, aber... Kleine Öhrchen, ja. Vor allem so schlapp da hängt. Finde ich süß. Wie gesagt, das ist natürlich echt ein bisschen doof jetzt. Also in Gebiet 2 und 8 sollte es eigentlich viel geben. Gar was! Die sind niedlich. Gibt es davon auch irgendwie einen Helm oder sowas? Ein Gagwa-Helm? Den würde ich auf jeden Fall anziehen. Oh Gott, kurz kein Ton. Dann Dragon in den High Rank pushen, ja. Und dann erst in der Ansteppe. Also gibt es die doch erst im High Rank. Weil du kommst ja... Kommst du überhaupt in den Forscherbereich? Kommst du überhaupt in den Forscherbereich, wenn du halt eh noch im Low Rank bist? Glaube ich auch. Hi, Ludrofe. Euch habe ich noch nicht bekämpft. Aber ist okay. Für die Katze. Nein, nicht für die Katze. Für den Genprey-Helm. Hä, das ist alles so merkwürdig. Ich brauche eine Sache... Bis ich im High-Rank bin, bringt das ja gar nichts mehr. Das ist komplett unnötig. Ja, drum in der Anstab ist schon übernormale Käfer. Komm nicht, glaube ich. Ja, aber wann kommt man denn in die Ahnensteppe? Ich dachte, Ahnensteppe wäre erst High Rank. Oder nicht? War das früher? Weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, Ahnensteppe kam dann mit den ganzen... Mit dem Affen zum Beispiel und sowas. Oh, hi. Und dann gibt es vieles, was unnötig ist, aber es ist witzig. Ahnensteppe ist Low Rank, okay. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass es da erst im High Rank reinging. Es braucht auf jeden Fall nur eine Weile. Drei? Achso, hast du schon? Ich habe gar keinen? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe 7. Gott! Wo kommt die her? Hä, ich habe doch bloß 2 gefarmt. Okay, ich habe schon 7. Passt. Zurück. Alle Mann abgeben! Habe ich gar nicht mitbekommen. War Ansteppe nicht erst High Rank? Dachte ich mir auch, ne? Wie gesagt, da kam doch dann der Affe.
der Kicherwacher und das war doch so, wo ich dann so enttäuscht war, weil alles halt einfach nur, weil dann alles nur noch komplett von 4 Ultimate kopiert wurde. Im Lowrank, sonst gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit Vulkan. Wahrscheinlich im Low. Warte, was? Im Low sein, sonst gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Achso, beziehungsweise müsste er an Steppe sein. Im Low sein, sonst gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit im Vulkan. Okay, Verhollow. Mit hohen Wahrscheinlichkeiten im Low Rank. Okay. Keine Ahnung. Na? Immer schön am Shaken. Nice. Handstoppe sollte erst im High Rank sein. Die Einführungssequenz sieht man erst im Offline High Rank. Okay. Okay, dann müssen wir bis Vulkan warten. Da gibt's das. Aber wer macht sich denn die Genprey-Maske, nachdem er im Vulkan war? Das macht doch gar keinen Sinn. Hilfe. Alchemie-Nahrung. Mmh. Richtig durchgeschüttelte Nahrung. Lecker. Also, das macht keinen großen Sinn, dass man die Maske erst machen kann, wenn man, sag ich mal, fertig ist mit dem Low Rank. Schade, ich hätte gerne die Maske gehabt. Ich finde die cool. Ich finde die echt cool. Naja, dann halt nicht. Mach Ali das. Immerhin. Hat sich irgendwo schon gelohnt. Vielleicht nicht sehr, aber ein bisschen. Xamok macht wieder Milchshake. Oh. Alchemie-Nahrung, das schlechteste Alchemie-Item. Es Capcom, was erwartest du? Das ist irgendwo richtig, ja. Naja, vielleicht finden wir noch irgendwie eine andere Möglichkeit. Aber ansonsten bleiben wir halt erstmal bei unserem Wikingerhelm. Und ansonsten... Milchshake aus dem Fass klingt irgendwie komisch. Wer weiß? Aber ansonsten nehmen wir halt irgendwas anderes. Mal sehen. So. Dann winken wir doch mal zum Abschluss. Geschmack Erdbeere mit leichter Holznote. Bei Alkohol ist es auch gut, es im Fass zu lagern. Da ist es bestimmt auch gut, das bei Milchshakes zu machen. 5 Jahre lang gelagerter Milchshake. schön. So, gut. Damit soll es das für heute aber gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal. Wir können mit Jägerrang 3. Ja gut, braucht halt trotzdem noch eine Weile. Das ist, das Problem ist... Mein Problem ist halt gerade eben... Es ist ja in Ordnung, dass man den dort erst bekommt. Das sind jetzt erstmal, wo man ihn wirklich bekommen kann. Ja, im Vulkan. Aber die Sache ist dann halt, ich werde mir keine Genprey-Maske machen, wenn ich im Vulkan bin. Das ist ja dann irgendwo Selbstmord. Deswegen verstehe ich halt nicht, weswegen man den Herkodrom dafür braucht. Also mit Katzenhelm ist fast so stark... dass es allein die Death-Limit überschreitet. Okay, wow. Wenig Schießpulvernote wegen dem Alchemieschüssel in der Bazooka, ja. Richtig. Nee, also von dem her, ich verstehe es halt einfach nicht, weswegen man das so macht. Das wäre so, keine Ahnung, Lederrüstung, was brauchst du? Weißer Fatalis-Panzer. Das ist halt so, ja, toll, ne? Ich würde mir halt gerne die Rüstung jetzt machen. Und nicht erst, wenn ich sie überhaupt nicht mehr brauche. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Finde ich schade. Wie gesagt, ich hätte die Rüstung gern gehabt, aber dann wird es wohl was anderes sein. Dann müssen wir vielleicht das nächste Mal nochmal Bultrom farmen, damit ich mir den Helm nochmal richtig machen kann. Aber er ist jetzt wenigstens besser als mein Turban, weil der war ja bloß 2 Verteidigungen und der hat jetzt 6 Verteidigungen wenigstens. Passt das schon. Der Bultrom-Helm sieht bei Männern besser aus. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja bloß die 2 Hörnchen. Ich mag den auch sehr. Diese lange... oh Gott, Hilfe. Ich bin aus der Reihe getreten. Ich wollte aber bloß meine Haare bewundern. Finde ich schon sehr cool, muss ich sagen. So, nochmal winken. Sieht bei Frauen echt komisch aus, das ist richtig. MH-Item-Randomizer. Alles braucht random Items außer der Stufe. Das wäre cool. Oder aus der Stufe halt. Ein MH-Randomizer wäre echt cool. Gerade die Monster bleiben gleich, aber die Items, die du bekommst, sind halt unterschiedlich. Aber halt in der Stufe, genau. Das wäre schon eine coole Sache. Vielleicht irgendwann mal in Zukunft. Ich meine, Randomizer sind gerade mal auf dem Vormarsch, muss man aber sagen. Gerade mit den ganzen... mit den ganzen Legend of Zelda Randomizern kommt es, denke ich, vielleicht auch mal bei anderen Spielen rüber. Und wer weiß, vielleicht passt das ja mal. Wir werden sehen. Das ist vermutlich viel zu kompliziert. Ah, ich weiß es nicht.
Du musst ja aber bloß die Items anzapfen und die durcheinander würfeln. Soll da nicht gehen, oder? Ob das cool ist. Da braucht man ja noch länger, Rubine oder so zu bekommen. Nee, du musst ja einfach nur wissen, welches Monster Rubine gibt. Stell dir vor, du hast einen Rattalos und einen Kircherwache in derselben Gruppe. Und jetzt plötzlich gibt der Kircherwache Rattalos Rubine. Pokémon Randomizer, genau, ist auch ziemlich groß. Immer gibt es schon das ganze Modzeug in der Mar World, ja. Das ist ja ein Randomizer, sagt ihr ja dann aber genau, also es bleibt ja dann. Das heißt, manchmal kann es auch besser sein. Wer weiß. Wie gesagt, du kannst dann theoretisch auch die Wahrscheinlichkeiten. Du kannst ja dann theoretisch, wenn ein Rattalos Panzer jetzt zum Beispiel mit dem Juwel gerandomized wird, dann hast du ja irgendwie eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, um ein Juwel zu bekommen vom Rattalos. Du kriegst einen Astralos, bekommst ein Glavinus-Zeug. Ja, genau. Aber wie gesagt, wenn die Wahrscheinlichkeiten auch noch randomized sind, ja gut, das kann ich halt auch echt killen. So eine Schuppe oder so irgendwas mit 1% Drop-Chance wäre schon mies. Aber ja, sowas halt. Wie gesagt, du lässt einfach die Prozentzahlen gleich und zapfst einfach nur die Item-IDs an. Das sollte eigentlich gehen. Wenn etwas ist, was du sehr häufig brauchst, ja. Also wie gesagt, würde ich sagen, könnte funktionieren. Also ich stelle es mir zumindest nicht schwer vor. Dann bekommst du niemals einen Panzer, ja. Da darfst du halt dann keinen Panzer machen. Weißt du, machst dich besser, als die Miese-Rüstung machen wollte. Hatte ich 15 Edelsteine, aber keine einzige Schuppe, ja. Hast du vielleicht schon den Randomizer gespielt, Xamrock? Na gut. Wir beenden für heute. War wie eine schöne Runde. Und dann hat mich nichts mehr in die Rüstung gebracht. Das ist richtig. Das ist schon wahr. Ja, war wie eine schöne Runde. Vielen Dank fürs Mitmachen. Oder war halt die erste schöne Runde. Wir haben ein bisschen gefarmt. War jetzt zwar natürlich nicht so viel Fortschritt, aber ja, ich wusste auch nicht, dass es so viel Monster jetzt schon gibt. Ansonsten hätte ich das vielleicht erst ein bisschen später gemacht. Aber auf jeden Fall schön, dass so viele Leute da waren, dass ihr auch schön mitgemacht habt. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Generations Ultimate hier im Online-Modus oder halt dann eben zuerst wieder im Offline-Modus, um ein bisschen weiter zu kommen. Wir sind jetzt doch ein bisschen gut dran und wie gesagt, dann schauen wir mal, was wir da so erledigen werden. Also dann, ciao!